Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LFS Live for Speed mit mir in dem Gameplay. Wir spielen heute LFS. Ich muss bei mir mal ein bisschen den Sound leiser stellen. Ich weiß nicht, ob ihr das so laut hört. Und wenn es mir beim Schneiden natürlich wieder zu laut ist, dann mache ich das natürlich leiser. Auf dieser wunderschönen Strecke, beziehungsweise auf diesem wunderschönen Server, ist leider nur dieses Fahrzeug, also dieses hier, erlaubt. Von daher muss ich das spielen und ich werde hier von drei Leuten verfolgt. I don't know warum. Wir fahren jetzt einfach. Wir müssen in die gegengesetzte Richtung fahren. Das haben wir das am Anfang gesehen. Also ich habe es auf jeden Fall am Anfang gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt. Heute ist so ein Tag, wo mich die FPS mal wieder mögen. So einigermaßen. Apropos FPS. Ihr wisst ja schon so mittelmäßig, dass ich nicht gerade den geilsten PC habe und dass ich ja naja nicht gerade den PC eigentlich für YouTube habe, aber es trotzdem auf jeden Fall mache. Ich habe nämlich mir jetzt vorgenommen, eine neue Hardware zu benutzen, beziehungsweise mir einen ganz neuen PC zusammenzubauen, weil ich spiele derzeit auf einem Laptop, was ich eigentlich nicht so gern sag, weil es immer so peinlich klingt, aber naja. Auf jeden Fall wollte ich mir einen neuen PC zulegen und da dachte ich mir, ob ich vielleicht zu der ganzen Hardware, nämlich ein Review-Unboxing, Unboxing von der Hardware. Ich habe jetzt zum Beispiel das erste Teil, also das Gehäuse, damit kann man jetzt zwar noch nicht ganz so viel anfangen, aber das ist ein sehr stylisches Gehäuse und technisch wirklich gut. Da würde es sich auf jeden Fall lohnen, wenn man sich das mal vorstellt, wenn man das ganze Gehäuse, also das Produkt, mal vorstellt und ja, halt auspackt und vor die Kamera stellt. Wie ihr vielleicht von meinem Vlog wisst, habe ich nicht gerade die geilste Kamera und wegen dem Ton, das könnte man natürlich dann hier dürfen wir nur 80 fahren, mit dem Ton, das könnte man ja natürlich dann noch nachsprechen, was jetzt nicht so das Problem wäre, also nicht abschrecken wegen der Tonqualität. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ich von dem Gehäuse ein Review bzw. Unboxing mache. Wenn ja, dann lasst doch einen positiven Daumen nach oben da. Lasst ein Like da oder schreibt einfach in die Kommentare. Ihr schreibt am besten in die Kommentare, weil das mit dem mit dem Like, das ist immer so die Sache von den eigenen Menschen und ja, ich bin noch nicht so, dass ich jetzt sagen kann, ja, lasst ein Like da, sondern ja, das können eher die größeren sich leisten und ich halt noch nicht. Naja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und jetzt hassen mich die FPS plötzlich wieder. Oh Mann, also mal mögen sie mich, mal nicht. Gibt's doch nicht. Warum kommt mir das Auto heute so dick vor? Nicht dick, sondern mir kommt so vor, als wow. Mir kommt das Auto so vor, als es viel dicker wäre, weil, naja, I don't know warum. Ich glaube, unser Motor hat einen Schaden. Nee, doch nicht. Unser Motor erlebt noch. Hat sich gerade nur so angehört, ein bisschen wegen dem Brumm und dann kein Gas. Ach, ich weiß doch nicht. Oh Mann. Ich habe jetzt auch schon lange kein LFS mehr gespielt. Die letzten Videos waren ja einmal das Spezial, das LFS Fahrstuhl Spezial und dann noch das Tutorial von TeamSpeak und dann noch ein Infovideo. Ich weiß es nicht. Ein Infovideo glaube ich auf jeden Fall mal. Bin mir nicht sicher. Ich will jetzt nichts falsch. Ja, genau, das Infovideo zu dem Mikro, weil das brummt ja anscheinend so. Habe ich ja wie gesagt dann im Video nochmal gesehen, also auf YouTube im Video. Und man hört es drum einfach nicht. Also ich habe jetzt hier auf meinem linken Bildschirm jeweils Audacity. Da sieht man auch an der Tonspur sogar, dass es brummt. Theoretisch könnte ich euch... Ja, ach, das vergesse ich doch eh wieder. Ich wollte jetzt eigentlich Screen reinmachen ins Video, aber das vergesse ich ja eh deshalb. Ach, ja. Ihr kennt mich doch. Ich bin alles so vergesslich.
Das liegt aber auch dran, dass ich die Videos beim Schneiden nicht ganz angucke, sondern nur die Stellen, wo ich dann jeweils auch bearbeite. Ich bin heute mal recht ausgeglichen am Mikro, also die Entfernung, weil sonst bin ich mal so und das war jetzt ein bisschen übersteuert. Mache ich dann eh wieder leiser. Ja, das ist echt dann blöd, wenn ich dann so mal so und mal so bin. Weil das ist nicht so gut für die Ohren und ja, ich weiß nicht, ob das so toll ist und ob das die Leute so mögen. Und wir fahren die letzten Runden, also geht's gerade die Runden eigentlich ganz gut, finde ich. Also wir halten uns auf der Straße und, you know. Aber der FPS, genau der FPS, die FPS sind halt auch unser größter Freund. Ich sag glaub nichts mehr. Mit der Begründung, dass sie dann uns wieder hassen. Ja. Ich glaube, wir gehen mal in die Box und lassen unser Auto kurz reparieren. Also nicht in diese Box hier, damit man das automatisch repariert bekommt, sondern wir fahren einfach so wirklich in den Boxenstopp, weil in echt ist ja auch nicht so, dass jetzt hier irgend so ein Formel 1-Fahrer einfach hier in die Box geht kurz und also ins Menü geht und dann auf Box drückt, beziehungsweise Shift und P. Dass so ein echter Rennfahrer Shift und P drückt und dann einfach sein Auto wieder gut ist und ja. Und theoretisch sich einfach in die Box geportet hat und jetzt leckt's. Es leckt, okay, jetzt wieder. Wir dürfen hier, wie gesagt, nur mit 80 km/h fahren. Da stand sogar da auch rechts dran. Naja. Dann rollen wir mal hier auf den Boxenstopp. Ja. Ich sollte nicht nach rückwärts gucken, weil sonst ist meine Aufnahme wieder beendet. Ich habe das jetzt aus Testgründen nochmal die Taste auf R gelegt, was dann allerdings nicht so gut war. Mit der Begründung, dass wenn ich jetzt nach hinten gucken will, also ich habe ja hier oben und hier oben ganz oben, oben mittig und oben rechts, habe ich ja jetzt jeweils einen Spiegel auch. Aber wenn ich jetzt. Oh, ich dachte schon, ich hätte gerade. Ich dachte schon, ich hätte gerade geguckt. Oh. Ja, ich dachte schon, ich hätte jetzt halt nach hinten geguckt. Das wäre echt blöd gewesen. Aber dann wäre die Aufnahme nämlich beendet. Und das Schneiden ist dann echt schwierig. Also, ja. Ich glaube, ich rede hier wieder am laufenden Band. Ja. Fertig, ja, das finde ich gut. Wow, und die FPS sind auch wieder. Also, ich glaube, mal mögen sie uns wirklich, mal mögen sie uns gar nicht. Naja, ich denke mir mal, dass ich heute wirklich so mal 2, 3, 4 Aufnahmen mache und die dann einmal in der Woche hochlade, damit es ein bisschen länger reicht oder so. Okay, sagen wir mal 2 Videos pro wöchentlich. Ich könnte ja mal mir so denken, weil heute ist Montag, wo ich das jetzt aufnehme. Um genau zu sein, ist Montag 21:36 Uhr. Wenn ihr das Video seht, könnt ihr mal überlegen, was ihr da gerade gemacht habt und mir das auch mal in die Kommentare schreiben. Weil, ja, das ist eigentlich ganz lustig. Also, ihr guckt jetzt zum Beispiel Fernsehen gerade, also um 21:36 Uhr am Montag. Und ich nehme gerade auf. Das denken viele Leute sich denn. Da machen sich überhaupt viele Leute keine Gedanken, ne? Aber das ist einfach so. Und ich glaube, wir überholen den. Gleich mal hupen. Hallo. Das war lustig. Ich liebe diese Lache. Nichts. Wir sind, glaube ich, schneller als der, ne? Jetzt fahren wir hier mit Full Speed. Wow, 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 wow. Lags. Aber ich habe das Auto noch unter Kontrolle, trotz Lags. Also ich wäre echt cool. Naja. Nein. Warum kommt mir das Auto eigentlich immer so dick vor heute? I don't know. Und ich rede heute wieder so viel Englisch.
Ich weiß nicht warum. Der hat gerade hier im Chat geschrieben, hi. Moment, also hi. AI 86. Und habe ich irgendwie Hi Alex gelesen. Ich weiß nicht warum. Glaubt mir, der Gameplay ist verrückt wie blöd. Und wie blöd. Genau, er ist verrückt wie blöd. Und dumm ist er natürlich auch. Also. Ja. Naja. Naja. Ja. Heute habe ich wieder so ein paar mehr Themen. Falls ihr wollt, hatte ich mal geplant, dass ich. Wir müssen glaube ich wieder in die Box. Hatte ich mal geplant, also um genau zu sein, habe ich heute schon versucht, meinen letzten Talk aufzunehmen mit dem lieben Ludus und einer speziellen Person. Naja, was heißt speziellen Person? Womit noch niemand von uns eigentlich hier Kontakt hatte und ich sie über Twitter kennengelernt habe. This. Was? This doesn't look like a pun. Ja. Wirklich? Ich hab. Oh, sorry. Ich hab da gerade nur geparkt. Und. Gleich mal gekickt werden. Was ist das für ein hässlicher Server? Gehen wir halt hier auf den Redex. Track Server 2. Ich hab gesehen, dass man bei den. Das gibt's doch nicht. Sorry. Ich habe gesehen, dass man bei Nitrado, kennt jetzt bestimmt 50% der Zuschauer, dass man bei Nitrado Lieferspeed-Server mieten kann. Und für das für echt günstige Preise. Allerdings glaube ich nicht, dass sich sowas lohnt. Nur als Serverbetreiber, also das würde sich glaube nur lohnen, wenn man wirklich Serverbetreiber ist und nicht so ein Privat, weiß ich, also mit Privatmieter oder so. Wir dürften uns ja jetzt eigentlich da gleich sehen. I don't know. Wo sind wir denn? Hier. So. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt, dass man einen Nitrado-Server bei einem Nitrado-Lieferspeed-Server mietet, weil als Privatperson, naja, das würde dann sich erst. Wow, mein ganzer Tisch vibriert. Moment. Okay, ich sehe, dass die Folge jetzt schon gleich beendet ist. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja, also könnte ich mich schon der Verabschiedung wappnen. Auf jeden Fall, es würde sich nicht lohnen, bei Nitrado so einen Server zu mieten, weil, naja, vielleicht wenn man mal wirklich einen Freund hat, der das gleiche Spiel spielt, was ich jetzt nicht unbedingt glaube, darf nur so recht viele Ausländer das Spiel spielen und das in Deutschland nicht so bekannt ist. Was auch ein Grund ist, warum ich das Let's Play. Und naja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bleibt wie seid. Und naja. Naja, ich wollte noch von Gas gehen. Ich glaube, ich soll die Folge beenden. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bleibt doch wie ihr seid. Und lasst den Daumen nach oben da. Und ja, kommentiert das Video gerne, wie angesprochen, was ich gern beantwortet hätte. Was ich gern. Ach, das klingt so schlecht irgendwie. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt wie ihr seid und was kommt jetzt? Ha? 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 Was kommt jetzt? Ha? Tschüss. So, jetzt sind wir schon im Endscreen angelangt. Ich gebe euch jetzt einfach ein paar Informationen über Links und so. Ja, fangen wir bei TeamSpeak an. GameLudus.me, also .me. Twitter ist @GamePLP, Instagram habe ich nicht. Skype könnt ihr mich unter GamePLP finden. Ludus YouTube.com/LudusMC. PerfectCraft, müsst ihr einfach googeln, der hat noch keine URL. EcoDesign, www.YouTube.com/TheEcoDesign. Ich, GamePLP und mein Real Life Kanal. YouTube.com/GamePLP für Real Life. Also,
Gameplay, nicht Gameplay, für Real Life. Ja. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ansonsten bedanke ich mich noch vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und ciao.